Jo Leute, herzlich willkommen zum ersten richtigen Video vom World of Tanks mit OBS natürlich, mit dem Open Broadcast System. Und heute spielen wir mal eine kleine Runde World of Tanks und haben den lieben MHW0109 mit dabei. Und genau, spielen wir einfach mal mit einem kleineren Fünfer. Ich habe leider kein anderes Fahrzeug. Starten wir mal mit dem KV-1S. Perfekt. Ich mach mal auch kurz mein Fenster zu, weil wir wollen ja die Kirche im Dorf lassen, in der Stadt beziehungsweise. Schönes Sechser-Gefecht auf der chinesischen Mauer. Ich hoffe, für euch ist der Sound optimal und ich hoffe auch, dass irgendwie ein bisschen OBS das Spiel verkraften kann, beziehungsweise die Aufnahme mit dem Spiel, aber OBS ist leider ein bisschen am Ruckeln. Ich versuche mal das Problem in der nächsten Folge ein bisschen auszugleichen. Also nur der Counter ist eigentlich am Bogen. Ansonsten läuft das Spiel flüssig, wie ich es gerade sehe. Ja, Game Sound scheint minimal zu hoch zu sein, finde ich. Aber naja. Naja, minimal hoch tut's. Ich guck mal, ob ich das Problem in der nächsten Folge hinbekomme. So, ich könnte auch auf 30 Frames runtergehen, weil ich nur 37 momentan habe. Aber egal. So, ich werde mal auf ein paar Fragen eingehen, die wo ich zuletzt 2017 gestellt bekommen habe und werde wieder so ein minimales Q&A machen. Dafür muss ich aber leider mein Telefon laden oder ich versuche es jetzt mit dem letzten Prozent, den wo ich habe und konzentriere mich mal auf den Typ 64 da oben. Damage, das ist angenehm durch den Turm. Ah, bist du doch zurückgefahren, Kollege. Und tot. Huch. Oder hier ist still alive. Ah, das könnte jetzt ein bisschen zu laut gewesen sein für euch. Ich auch minimaler Schock. Es gibt's nicht! Es gibt es nicht! Oh, oh mein Arsch! Zu sehr mein Popo gezeigt. Ah, verdammt! Verdammt, Achsen zugenäht! Dann versuche ich mal ein paar Fragen währenddessen von euch zu beantworten. Dafür gehe ich jetzt einfach mal auf mein letztes richtiges Video. Ja. Das sollte auch auf meinen Kanal gehen. Kollege ist auch raus, dann werden wir es ihm das mal gleich tun. Dann gehe ich mal auf das. Auf Need for Speed hatte ich eigentlich schöne Reform. Ja. Dann machen wir mal Folgendes. Ich weiß
Obwohl, er müsste es eigentlich. Er nimmt ja nur das Spiel auf, zum Glück. Dann machen wir mal Crew kurz auf in der Zwischenleiste. Es kann jetzt ganz kurz dauern. Ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht zwei, drei. Okay, dann Dreierpanzer. Dann machen wir den auch noch rein. Spiele ich mit dem? Ne, mit dem spiele ich nicht. Dann spiele ich mit dem Somnoir. So. Mein Kanal. So. Von dem lieben IMFGT. Ein nice Video von dir. Bitte mal Rainbow Six. Rainbow Six kann ich auch aufnehmen, das ist gar kein Problem. Nur das Komische ist, ich hatte hier mehr Kommentare unter dem Video, glaube ich. Oder ne, das war ein anderes. Das war, glaube ich, genau, das war das Rainbow Six Siege Video. Genau. So. Vor 2 Jahren natürlich, da kann ich auch ein bisschen mitreden. Die neuen Hitboxen sind Mist, das weiß jeder teilweise zumindest, aber ich liebe das Game. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das Game ist absolut spitze, das Spiel macht super viel Spaß. Danke an dich, M3D. Und es ist einfach ein Spiel, was erstens super broke ist, auch von Jericho 5 seiner Seite aus. Habe ich letztens ein Video gesehen von ihm, das hieß Ella is Back. Das ist das neueste Video, sollte das hier online kommen. Und dann einfach mal danach schauen. In dem letzten Cut, im letzten Anhang, hat er, glaube ich, den Mute mit, also er war Sledge, der andere war Mute. Und auf einmal kriegt der Mute anscheinend einen Headshot. Das war aber nicht so. Unser lieber Jericho hat sich da leider ein bisschen vertan. Na, dich kriege ich leider nicht. Er hat einmal gegen die Schulter oder gegen die Schläfe von Mute geschossen und die anderen zwei Schüsse hätte er verfehlt. Da fahre ich, glaube ich, jetzt nicht weiter nach vorne. Au, das hat weh. Ist aber super. Au. Und ja, da könnte man eigentlich auch sehen, dass die neuen Boxen Mist waren. Gegen eine Matilda kann ich nichts und das weiß ich leider Gottes auch. Das weiß auch die Matilda. Ah, Dreierpanzer sind nichts für mich. Ja, die Hitboxen sind momentan immer noch größter Müll. Ash ist broken und es macht einfach gar. Also an sich macht das Spiel super viel Spaß. Ich liebe das Ranked. Mein höchstes war, glaube ich, Gold 1, fast schon Platin, aber ich bin nie dazu gekommen und ich habe auf der PS4 damals gespielt, was ich momentan nicht mehr kann, aber ich gerne wieder möchte. Also auf der Konsole zocken, weil GTA da wahrscheinlich auch ein bisschen besser wäre. Yurakami, erster Kommentar, endlich neues Video, plus REP, bester Mann. Dann schrieb er noch, okay, sorry für die Frage, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, auf was das bezogen war. Und machst du auch mal mit Facecam und welchen Abschluss hast du? Also Abschluss kann ich dir auf jeden Fall sagen, ich bin Hauptschüler. Jetzt denken viele, Hauptschule, aber besser wie Förderschulabschluss. Ich war auf einer Förderschule. Kann ich euch sagen, ich war auf der Förderschule in Landau am Nordring. Ich komme aus der. Aus Rheinland-Pfalz. Ich versuche aber auch das Pfälzische ein bisschen zur Seite zu schieben, dass man mich auch ein bisschen besser versteht. Ist aber wahrscheinlich kam wohl hin. Ah, da hat er schon einen neuen Panzer reingesetzt. Hat nur Müll. Kein Ding.
Ah, der TH ist ein türkischer Panzer. Machst du auch mal mit Facecam? Also Facecam hätte ich am Computer, also an meinem Notebook. Das ist zurzeit noch, hoffentlich. In den nächsten paar Monaten hole ich mir wahrscheinlich einen richtigen Computer mit einer, mit einem AMD Raiden und einer, mit einem Ryzen. Aber Facecam kommt bestimmt irgendwann. Würde ich, also auf jeden Fall, aber jetzt so in der Anfangszeit würde ich jetzt erstmal nicht FaceTime wollen. Also Facecam. Ja, also nochmal zum Abschluss. Ich war recht faul, aber bin trotzdem noch durch den Abschluss gekommen. Ich hatte, glaube ich, 18 Fehltage, was für meine Verhältnisse ein recht guter Rekord war. Das war so ziemlich die wenigsten Fehltage, die wo ich hatte. Macht euch selbst einen Gefallen. Versucht einen guten Hauptschluss oder einen mittleren Realschul, also mittlere Reife, zu bekommen, weil ihr kommt im Leben so nicht weiter. Ich mache YouTube eigentlich nur leidenschaftlich, möchte dadurch aber auch später, wie jeder eigentlich andere Mensch auch, sein Geld verdienen. Entschuldigung. Und jeder wünscht sich dieses Unabhängige. Dabei geht es eigentlich um noch mehr. Du musst das Video schneiden, musst vielleicht vorproduzieren, dann bist du so eine Art, wie hieß das nochmal? Also mir fällt das Wort nochmal ein. Eine Bezugsperson zu anderen Leuten. Du darfst keine Scheiße machen. Ja, danke, Entmonetarisierung. Kleiner Spaß. Du darfst keine Scheiße bauen, auf gut Deutsch gesagt, so. Und ja, solltest andere Kollegen eigentlich auch mit Respekt und so behandeln. Warum war gerade der Sound weg? Ich weiß es nicht. So, wie viel Damage macht unsere Kanone? Nee. Auf 70 Schaden, 81 Schildkraft. Nee, 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 nee. Wie konnte ich bitte den PZ4A? Ich komme. Oh, ich komme doch nicht, ich muss erst den. Ah, das ist ein Gegner. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin RIP. Ich bin Ripperoni. Ah, ich würde gerne mit meinem Oho spielen. Hä? Alter, voll der Bot. Ich glaube, er ist in die Luft gegangen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie irgendwelche Fragen heraussuchen kann. Sunita hatte eigentlich Rella. Gucken wir mal das. Ja, das sind leider keine Kommentare. Also ich gucke jetzt einfach mal die Videos ein bisschen durch. Fortnite. Auf Fortnite werde ich grundsätzlich nicht spielen auf dem PC, weil es einfach, es ist, also du musst eigentlich theoretisch seit Anfang an dabei sein und das Spiel dauerhaft spielen. Also ansonsten hast du in dem Spiel absolut keinerlei Chancen. Also die sehe ich einfach nicht. So. Genau, Dead by Daylight hatte ein paar Aufrufe. Lachender Eselreiter, mach mal eins Video von Nice, von Niceigkeit her. Ein nices Video. Made. Wir
wollen wieder ein neues Video. Oh Mann. Ja, das neue Video kommt jetzt. Keine Sorge, ich werde euch. Wann kommt man mehr? Mojo. Das kann ich dir beantworten. Und zwar genau heute, am 21.09. kommt ein neues Video. Das möchte ich gerne für mich machen. Ich möchte mich gerne abends hinsetzen, möchte ein, zwei Runden zocken und möchte einfach mal ein bisschen, falls möglich, auch noch ein bisschen den Frust rauslassen. Also, ja. Huch. Stufe unpassend. Habe keinen. Einer. Bald hätte ich den Typ 4. Typ 4 schwer. Also hätte ich ein paar. Ja. Brauch noch ein. Zwei Drittel. Die haben. Oh, genau. Jetzt, wo ich gerade aktuell kein Geld mehr habe, setzen sie es natürlich runter. Ey. Helden. Ohne Scheiß. Nehmen wir nochmal die Somnua. So, ich würde jetzt mal sagen, ich sterbe jetzt mal nicht mehr. Ich würde jetzt auch erstmal so behaupten, dass dies jetzt so die letzte Folge wäre. Ah, schade, bei OBS kann man sehen, wie lange man aufgenommen hat. Ich würde das alles so als One-Taker raushauen. Ich versuche ja auch immer wieder zu reden, keine Lücken drin zu lassen. Nur wenn ich mich halt konzentriere und es ein bisschen spannender wird. Und OBS hat jetzt gerade keine Probleme mehr. Okay, das ist nicht schlecht. Also außer wenn ich ins Spiel rein tappe, dann. Das sind momentan die Grafikeinstellungen. Ich habe einen. Moment. So, einfach mal das ein bisschen runter machen. Und siehe da, ein paar Frames mehr sind geboren. Zwar nicht viel, aber ein paar. Also manchmal will der Computer, manchmal eher weniger. Oh ja, ich glaube, ich muss einmal wieder die Bildschirme tauschen, weil momentan wegen League of Legends habe ich meinen zweiten Bildschirm, der war eigentlich als Fernseher gedacht ist. Deswegen kann er das wahrscheinlich nicht aufnehmen. Mal gucken, vielleicht werde ich nochmal ein Video machen. Diesmal einmal umgekehrt, dass ich auf meinem Hauptbildschirm vom Laptop aus spiele. Was willst du? Ah. Was hast du gesagt? Ah, der ist recht langsam, glaube ich. Mir läuft das Spiel recht flüssig, aber bei OBS scheint es irgendwie nicht. Also es ruckelt nur, finde ich. Was echt schade ist eigentlich. Denn dann muss ich nochmal OBS im Video einstellen. Aber ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Falls ihr weitere Fragen habt, ich versuche sie euch zu beantworten, so ehrlich wie es nur geht. Ich beantworte jetzt einfach mal schon mal eine Frage, die von mir gestellt werden könnte, aber nicht muss. Meine momentane Maus ist die Logitech G402, die wo ich leider schon ein bisschen geschrottet habe, weil mein Sensibilitätsknopf, der wo eigentlich fürs Hörmachen ist,
ist futsch. Also der funktioniert nicht richtig. Einmal. Zeig uns einmal. Sehr schön. Hast du etwas Zeit für mich? Sing ich dir ein Lied für dich von 99 Schaden. Ah, es könnte knapp werden. Es könnte sehr, sehr knapp werden zur Zeit. Vielleicht mache ich auch das nächste Mal, also das nächste World of Tanks Video wird noch von der Frontlinie werden, von der Frontline. Mal gucken, wie ich da drauf bin. Also vielleicht kommt Black Ops 3, Black Ops 2 Zombie-Modus, Black Ops 2 Modus. Ah, ich hatte noch eine Frage, die wo leider... So, ein Lacker. Es gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach man, ich habe gerade so schön Schaden abgewehrt. Und der Fahrer ist Hiska. Jetzt ruckelt es aber auch bei mir. Wirklich? Ich hasse die so, wenn die Kamera nach unten geht. Kann die nicht einfach zentral, so wie man anfängt, so sehen? Ich bin jetzt gerade so unnötig gestorben. Die Kanone ist auch scheiße. So, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge World of Tanks gehabt. Mal schauen, was ich als nächstes spielen kann. Ich zähle euch mal gerade kurz die Spiele auf. Natürlich kann ich den World of Tanks Client nicht schließen, also ohne dass die Aufnahme jetzt gestoppt wird. Ich mache demnächst mal noch ein Video, wo ich die Spiele vorstelle und irgendein Spiel spiele, sei es Black Ops 2, Black Ops 3, Advanced Warfare, auf Steam habe ich ein paar Spiele. Und ja, also wir werden mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.